Dieser Bechsteinflügel aus dem Jahr 1875 repräsentiert die Zeit des Übergangs vom klassischen Geradseiter mit zusammengesetztem Eisenrahmen hin zum Vollgussrahmen mit Überkreuzbeseitung. Bei diesem Instrument handelt es sich noch um einen Geradseiter in der nach hinten etwas auseinanderstrebenden Sonnenbespannung. Die parallelen Streben sind jedoch schon in einen vollständigen Gussrahmen integriert. Allerdings überdeckt dieser Rahmen noch nicht vollständig den Stimmstock. Ein konservatives Element dieses Flügels ist auch die Führung der Diskantseiten durch Ösen. Bechstein hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Capotasto verwendet. Die Firma Karl Bechstein verschaffte sich durch ihre qualitativ fortgeschrittenen Instrumente ein großes Ansehen in der Konzertszene. Von Franz Liszt weiß man, dass er sich aktiv an der Weiterentwicklung der Bechsteinflügel beteiligte. Liszt verbrauchte während seiner umjubelten Auftritte oftmals mehrere Instrumente und hatte Interesse an einem Flügel, der seinem kraftvollen Klavierspiel standhielt.